So, wir machen jetzt ein kleines, sehr kurzes Aufwärmprogramm. Aber wie ihr schon gestern mitbekommen habt, ist das Aufwärmen nicht nur wichtig, um die Muskeln warm zu machen, uns zu dehnen. Wir können auch den Schwung dabei trainieren. Das ist wirklich ganz gut. Ihr seht übrigens gut aus heute. Schön. Ich mag die kurzen Hosen, die Outfits. Nicht schlecht. Und wer gerne auf YouTube sein möchte, kann auch nach vorne mit mir hier rumtanzen. Dann seid ihr gleich dabei. So, das erste ist alles warm machen. So, da müssen wir uns einfach bewegen. Habt ihr schon ein bisschen gemacht. Und das mit den Armen finde ich klasse. In Gegenrichtungen. So, was wir hier tun, ist, wir kombinieren immer warm machen mit Koordination. Das kann man kombinieren. Und wie versprochen, arbeiten wir heute mit den Bällen. Aber guck mal wirklich, dass ihr in Gegenrichtungen die Arme bewegt. Prima. Jetzt zwei Bälle. Wir machen es erstmal nur so. Ein Ball in jeder Hand. Okay, gerade hochwerfen und fangen. So, jetzt auf der Stelle joggen. Und erstmal nur gerade hochwerfen, kreisen machen. Okay, jetzt auf einem Bein stehen. Balance auch trainieren. Und hochwerfen. Mit dem Wind ist nicht so einfach, ne? Auf dem anderen Bein stehen, macht Spaß, ne, Sabine? Okay. Lass mal sehen. Okay, so, unser Herz schlägt hoffentlich jetzt ein bisschen. Wir haben auch vorher uns aufgewärmt. Die Bälle könnt ihr wegwerfen. Bitte macht das mit den Bällen jedes Mal. So, jetzt braucht ihr den Schläger. Oh, Angeber. So, jetzt den Schläger auf die Schulter legen. Klaus, mach das ja an die Brust. Das geht ja. Peter an die Brust, ja, genau. Okay, da wo es einfacher ist. So, jetzt wollen wir uns drehen. Bei der Rotation, lass mal die Fersen hochgehen, bitte. Wo ist der Raimund? Total wichtig, diese Übung für dich. Guck mal, wie lange du auf dem rechten Bein bist, bevor du auf die linke Seite kommst, ja? Okay. Und bei der Drehung, guck mal, bitte, das ist wichtig. Beim Ausholen kommt die Ferse hoch. Bevor ich mich zurückdrehe, möchte ich die Ferse wieder in den Boden drücken und dann drehen. Alle verstanden? Nur einmal gucken, bitte. Ich drehe mich und bitte die Schulter um die Wirbelsäule drehen, also nicht kippen. Und dann von hier, das erste, was ich mache, ist Ferse in den Boden und dann drehe ich mich. Das ist sehr wichtig. Das ist die Verlagerung, die vor der Drehung kommt, beim Golfschwung. Ausholen, Ferse runter, drehen. Was man beim Abschwingen machen muss, das erste, was man machen sollte, ist eine kleine seitliche Bewegung. Und das ist das Ferse in den Boden drücken. Und nachdem man das gemacht hat, dreht man sich. Und wenn ich das mache, was passiert? Die Hände senken sich automatisch. Und dann kann man sich drehen. Nicht gleich mit der Rotation anfangen. Schaut mal meine linke Ferse an. Wenn ich mit der Rotation anfange, die Ferse bleibt oben. Aber wenn ich verlagere, dann kommt er runter. Dann drehe ich. Das ist ein Schlüsselmoment des Golfschwunges. Und nicht vergessen, bei der Drehung, komm weiter, wir wärmen uns immer noch auf. Bei der Drehung haben wir gestern gesagt, die rechte Schulter muss zurück in die gleiche Position kommen, wie beim Ausholen. Wir wollen die Schulter nicht nach vorne bewegen. So, dreht eure Schulter um die Wirbelsäule, bitte. Und jetzt letzte Übung, bevor wir Bälle schlagen. Nehmen wir ein paar Bälle und stellt euch vor, das ist ein großer See vor uns. Und wir wollen den Stein ditchen lassen. Guck mal bitte, wie ich das mache. Als erstes, was tue ich? Die Verlagerung. Als erstes kommt die Verlagerung, wie beim Golfschwung. Und was passiert mit der Schulter? Sie bleibt unten. Die geht nicht nach oben. Und auch, wer war das mit dem Gebück sein? Ich glaube, Peter. Ja, genau. Ich werfe nicht so, ist auch wichtig für dich, Stefan.
Ich bleibe gebückt. Der Ball fliegt in den Boden. Jawohl, sieht gut aus, sieht gut aus. Das ähnelt euer Golfschwung. Aber wichtig ist Ferse zuerst. So, wir haben uns ein bisschen aufgewärmt, wir haben Koordination trainiert, wir haben den Schwung trainiert. Und jetzt können wir uns einschlagen. Ihr entscheidet, welchen Schläger. Wir machen gleich weiter.